Moin und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Barbarossa DLC Durchlauf 2.0 Smolensk, und das wird wirklich eine lange Mission mit 14 Runden. Und ich meine, beim ersten Durchlauf gab es hier auch ein paar Aufnahmeprobleme, sodass die gar nicht komplett da war. Also wenn es jetzt hoffentlich komplett klappt, wäre das sogar umso schöner. Und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dass das ein Mehrteiler wird. Auch wenn ihr Vorstoß beeindruckend war, blieben hunderttausende sowjetische Truppen im Rücken der Panzergruppen 2 und 3 zurück. Viele dieser Rotarmisten konnten einfach entkommen und der Rest würde nicht einfach so die Waffen strecken. Und so sehen sich die deutschen Infanteriedivisionen einer scheinbar unlösbaren Aufgabe gegenüber. Sie müssen mit den Panzern Schritt halten und zugleich die zurückbleibenden Feindtruppen ausschalten. In der Zwischenzeit müssen die Panzergruppen ihren Vorstoß in Richtung Dnepr mit ungesicherten Kommunikationslinien fortsetzen. Mitte und Panzer 2 und 3. Und der eine Bomber, den ich extra hierfür gekauft habe. Beteiligter 14 Züge. Ja, und die Infanteristen, die hinten noch freiräumen müssen, aber gleichzeitig nach vorne mit drin. Deine anfänglichen Erfolge haben deine kühnsten Erwartungen übertroffen. Auch das hat uns geführt, dass eine gefährlich große Lücke zwischen deinen Panzerverbänden und der Infanterie entstanden ist, sodass die Verluste bei beiden zunehmen. Dein Befehl lautet, die bei Minsk eingeschlossenen Verbände der Roten Armee auszuschalten, um den Ausbruchsversuchen ein Ende zu setzen. Gleichzeitig müssen deine Panzerdivisionen ihren Vorstoß zum Dnepr fortsetzen. Hinweis: Die Infanteriedivisionen, also die folgenden, stecken fest und treffen zu spät ein, um noch in den Kampf eingreifen zu können. Das OKH wird sich um ihren Vormarsch kümmern, um die Arbeit abzunehmen. Wie nett. Also die sind wahrscheinlich nicht auf der Karte. Oder seid ihr das? Jetzt hätte man sich doch die Nummern durchlesen müssen. Ach nee, die, ich glaube 106 war dabei. Die erscheinen noch, aber eins nach dem anderen. Wir haben immer noch 90% hier, können aber was erobern. Bis Zug 14 und brauchen das dann auch. LKW, kommen noch zwei. Wir kriegen Infanterie. Division, da, da. Also anscheinend verteilt über den linken Kartenrand. Na gut, alles irgendwie links da drüben. Die anderen kriegen auch jede Menge Kram. Hinten bei Smolensk, Fragezeichen. Na gut, bei Smolensk und so noch verteilt dahinter. Die haben noch genügend Eisenbahnanschlüssen, wobei da ist nichts drauf. Da sind auch ein paar LKW zwischen. Hier sind zig Eisenbahn und LKW. Ein Kessel könnte schwierig werden. Wir haben... Ach, das wird so ein Chaos, diese Mission. Die haben nicht mal Versorgung da drüben, herrlich. Wir haben aber zwei LKW zum Neuverteilen. So, das ist wohl noch der Kessel bei Minsk, der noch übrig ist. Fangen wir mal irgendwo an. Das ist Panzergruppe 2. Dann werde ich hier nach Vitebsk. Das ist schon relativ schnell, aber für die anderen Ziele hat man ein wenig Zeit. So, da müssen wir hin bis Zug 14. Unser Panzer steht nebenan. Aber das können wir dann vielleicht hoffentlich später regeln. Gefangene machen. 7. Nur nochmal, das Smolensk ist 14 und das ist 7. Und also, wenn man das haben will, echt sehr entlang heizen. 14er. Gut, also den will ich vor allem haben. Die anderen wären okay. Dann zurück zu Panzergruppe 2. Die hier alleine Leute sind außer Reichweite. Und du verteilen kannst halt alles nur Erfahrungsdrop. Und ich meine, mit 5, 6,
Sind die eigentlich noch gut drauf? Hier noch irgendwie eine Brücke bauen? Ich meine, ihr seid hier auf der anderen Seite. Da geht die Brücke rüber. Die müssen hier eine Brücke. Nicht so recht. Wo stellt man dich effektiv hin? So, ach, das sind auch noch alles deine Panzer. Die irgendwie auf eine Linie zu bringen, wird ja mal lustig. Überhaupt hin? Wahrscheinlich einfach nach rechts vorstoßen. Und uns dann auf dieser Linie hier irgendwie treffen. Ihr, ich bin mir jetzt nicht sicher, brechen die Erde oben durch oder besser da lang zu gehen? Wie ist der Stand bei Panzer 3? Da merkt man auch schon, dass die Leute überall zurückhängen oder zu weit vorne sind. Immer einen ohne Erfahrungsstopp, den wir ausgeben können. Sehr schön. Listenwillen hat alle gleich wieder einen so ein Vermögen kosten. Mitte. Hast du auch noch einiges an deutscher Infanterie? Die Frage Erfahrung. Ich meine, die haben wir alle noch länger und die Gegner sind ja dann eh eingekesselt, wenn auf Dauer. Vielleicht reicht es dann einfach, die zuzustellen und euch jetzt nochmal zu verstärken und dann kriegt ihr die Erfahrung schon wieder drauf. Ich gerade einfach mal wieder voll. Gut, ich bin immer noch dabei, ein klein wenig die Lage zu prüfen. Wenn man halt so viel Zeug am Anfang auf dem Feld hat, dauert das einen Moment. Könnten noch kaufen, aber wenn dann wohl eher für die Panzer. Ich meine, du hast schon was. Anderen. Die am besten vor? Fragezeichen. Wir haben da den Ort, den man sich wahrscheinlich auch holen sollte, aber von der Optik her würde ich hier über die Straßen ergehen, vielleicht über die Brücke, falls da hoffentlich keiner ist. In Richtung Vitebsk vorstoßen, was wir auch relativ zeitnah erreichen sollen. Wir könnten natürlich hier eine Brücke bauen, dann kann der Panzer sich vielleicht da rumwühlen. Wäre auch alle, naja gut, mit genügend Bomberunterstützung. Bau die mal auf Verdacht. Schieb dich aber, na gut, da rein ist schwierig, weil wegen Versorgung. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Versorgung prüfen. Der kommt ja relativ gut weg. Irgendwo noch einen anderen gesehen. Der kann es im Großteil auch weg. Also ihr braucht hier einen. Na, das mit dem Panzer da oben. Genauso was mit euch ist. Also müsstet euch eigentlich hier rüber arbeiten. Und dann möglichst schnell treffen. Aber die stehen ja auch noch im Weg und krallen sich einen LKW, den man dahin baut. Hier ist das Problem. Okay, über Pontorbrücken kam kein Nachschub. Ich wollte es mal eben nachlesen. Ist also hier hinten rum. Gut, also ich würde sagen, ihr kriegt auf jeden Fall erstmal einen, damit ihr da irgendwie was machen könnt und bei Partiebeginn jetzt nicht unterversorgt seid. Mal wieder ein bisschen ärgerlich ist. Du konzentrierst dich oder bist schon mal dahin. Vielleicht kannst du dem ja noch was Schickes kaufen. Den haben wir ja auch noch eine Weile. Jus gehen hier immer drauf. Jetzt erstmal nur sowas Unspektakuläres wie ein Stuck. Andererseits kommt ein Pio. Der geht zwar drauf, aber solange wie man noch Spaß mit dem hat, ist es ja gut. Ich könnte natürlich von hier nachrücken, sobald irgendein Infanterist das abgesichert hat. Und ihr quält euch ja auch noch da entlang.
Wir könnten da, dann ist der zumindest noch drin. Die sind halt, na gut, außer ihr kommt von hier hinten hier irgendwie nach und einer von euch rast zu dem Punkt durch. Na, die, die jetzt nicht drin sind, müssen sich irgendwas suchen. Zur Not spielen wir noch unsere LKW-Karte. Dann wird das. Ich meine, du könntest dir eine Brücke bauen, dass wenn er da nicht durchkommt, der hier schnell rum. Aber eigentlich kann er da aufräumen und der kämpft sich da lang. Da kriegst du überall keine Brücken. Nur die Frage, wo du hinfährst. Könntest dahin, um Versorgung zu halten. Der kann noch welche Tag kommen. Den können wir da auch noch da schicken. Da stehst du ja auch noch halbwegs okay. Dann halt, na gut, aber du hast den da oben nicht. Wenn wir den haben wollen, kriegen wir die nicht, stimmt's? Stimmt. Weil Gelände schwierig. Dem kommen wir nicht. Weil da, ich meine, da fahren ja einige deiner Leute irgendwie auch noch lang. So, und du fährst, glaube ich, auch schon mal nach vorne. Aber das wird eine lustige Mission. Das wird eine lustige Mission. Also, du scheinst mir aber trotzdem das da holen zu sollen. Und dann hast du da dein 1-1. Das wäre potenziell für Luftunterstützung, ob du dich da durchwühlen kannst. Ist noch da lang. Und ihr sollt hier wahrscheinlich vor und Gas geben. Und durch die ganzen Nachzüge, da wissen wir dann auch ein bisschen, was hier eigentlich so los ist. Ach. Ach. Hinten ist noch eine ganze Verteidigungslinie. Wie sollen wir jetzt nach Vitebsk kommen? Ich doch dann nachher, dass man sich hier vorne am besten irgendwo eine Brücke baut. Würde ich jetzt mal sagen. Oder halt da hinten rum arbeitet. Über den Großfluss nicht angreifen, was unpraktisch ist. Wenn wir dich dahin stellen, ich meine, wir können zur Not immer noch hier ein LKW über die Sonderkarte spielen und den, wir schauen mal, wer sonst noch so Bomber braucht. Was wir jedenfalls brauchen, ist ein Übergang in der Nähe des Ortes, wo möglichst kein Gegner steht. Okay, und den Platz machen. Ach, da ist noch mehr. Hey. Es wird hier alles immer lustiger. Ich auch ein bisschen außer Reichweite. Wenn es natürlich wieder in die Versorgung reinfahren. Und du musst es da irgendwo hin und den, also irgendwo hin, wo du da eine Brücke bauen kannst. Ich noch mal eben zurück, dann bist du noch in der Versorgung drin. Bei dem schauen wir noch mal. So, wie sieht das denn bei euch aus? Ihr kommt da immerhin lang, so relativ. Hier hinten sollen wahrscheinlich erstmal einfach nur die Nachzügler noch einsammeln. Und dann damit rauf. Ja, da sind überall noch ganz anständige Massen an Gegnern, leider. Ich sehe auch gerade, wir haben notfalls eine Luftversorgung. Kommt dahin und dann demnächst daran. Oder sollte man doch erstmal eben hinten fertig arbeiten, um zu sehen, wer noch wie wo laufen kann. Also hier möchte ich eigentlich keinen Bomber einsetzen.
Da, wo man schon schlagen kann. Ruhig zuhauen. Und das Wichtigste ist es eigentlich, die Bahn zu verteidigen. Und die mobilen Einheiten möglichst nach vorne zu kriegen. Guck mal da. Da ist ja eh hügeliges Gelände. Sonst nicht mehr. Okay, ich meine, du könntest den einmal treffen. Um den schon mal etwas zu schwächen. Ist dann schon mal dahin. So daran. Ich meine, falls der Ort fällt, dann wird es schnell düster. Oh, die da drüben haben auch alle fast keine Versorgung. Irgendwie wird er schon. Es noch dahin. Aber okay, also die Panzer müssen eigentlich auf jeden Fall nach vorne. Da steht man sich hier überall selber im Weg. Man muss echt erstmal gucken, was klärt man, damit man dann Zeit hat für die anderen Sachen. Also du bist schon mal ganz gut dabei, hier aufzuräumen. Du musstest eigentlich das da primär erobern. Ist da schon mal relativ frei. ...50% Rückzug. Ich meine, wir könnten den einmal bomben. Nehmen wir an... dass es schon sehr nett wäre, hier rüber zu kommen. So, Gegner da sind geschwächt. Versorgung kriegt ihr irgendwann noch. Zur Not seid ihr meine Runde nicht versorgt oder sowas. Blöd, aber als auch nicht wirklich zu vermeiden. So, du könntest noch dahin. Und du könntest auch den Rücken zuschmeißen. Rück dir da einfach vor des Vorrückens halber. Kommst du da schon mal mit? Ich hoffe, du gehörst auch zu denen. Nicht, dass man hier... Die können schon zur anderen Panzergruppe, aber der gehört noch zu dir. Könnt aber dahin... Gut, hier ist eigentlich auch ein bisschen Gelände im Weg. Dann fahr mal dahin. Natürlich noch Leute hier, die auch noch mit nachrücken könnten. Natürlich auch noch ein bisschen sehen, die Nachzüge da einzusammeln. Ich bin mir unsicher, wenn man irgendwas übersieht und die in den Ort reingehen, dann war es das mit der Eisenbahn an der Stelle. Haben wir einen Zugang, der ist aber nicht aktiv. Ja, und da haben wir eine Bahn, die ist aber recht schnell und das da zählt ja auch nicht richtig. Also das ist der Hauptbahnzugang, deswegen lasse ich den da gerade drin. Wenn es vielleicht nicht sein müsste. Und ihr zieht euch hier auch irgendwie zurück oder vor, je nachdem wie sie es gerade anbietet, in Gegenden, in die es Versorgung gibt. Eigentlich auch zur Panzergruppe. Gut, nehmt diese Nachzüge damit. Wenn wir genügend haben, gibt es ja noch eine Karte obendrauf. So, das heißt, du passt da noch ein bisschen auf. Ihr steht dann hier rum. Ihr blockt die ab, dass hier nichts irgendwie unschön reinkommt. Ist die sogar noch notfalls versorgt? Oder wir machen hier noch einen Scheinangriff rein. So können die nämlich teilweise auch sehr entspannt wieder Veteran werden. Beziehungsweise jetzt die Punkte alle. Dann fahr schon mal weiter vor nach Minsk. Du auch relativ weit vorne bist. So. Wer schon bewegt, der. Bei dem müsste eigentlich auch durch Gelände geblockt sein. Du kannst da leider nicht viel erreichen.
Aber wenn du den Weg frei machst und die da reinlaufen, gibt das Stress. Ja, dann wäre die Frage, da oben lang. Wenn wir einen LKW hätten, hypothetisch, könnten wir ihn hier da einsetzen. Nein, hypothetisch. Will ich mal gucken, ob wir mit Bomberunterstützung da vielleicht rumkommen. Eins ist es jetzt nicht direkt wert. Sonst könntest du dich auch der Truppe hier noch anschließen. Noch mehr Gefangene. Gut, alles was wir wissen ist, dass da ordentliche Truppen stehen. Und das lustig wird. Und du deckst da vielleicht noch trotzdem den Übergang. Noch mit vorne. Du bist Panzer 3. Ja, auch nochmal mit rankommen. Ja, dann seid ihr sogar oben alle drin. Jetzt nicht, aber das passt. Hier 1, 2 nicht. Bei 3 ist aber auch noch alles in Ordnung. Dann muss man die Karte jetzt nicht unbedingt ziehen. Okay. Ihr kommt voran. Hoffentlich auch ausreichend. Ich würde sagen, wir finden es heraus, ob das ausreichend ist. Der darf, weil der andere durch die Kontrollzone ist. Dass sie mal kurz auf der Bahn draußen sind, man gewöhnt sich dran. In sich zurück. Auch. Alte Zerstörung von Brücken. Ist der? Doch einer hier oben. Alle nur links. Okay, ich meine, den können wir auch da einsetzen, in die vorlaufen. Vielleicht ist es doch besser, hinten anzufangen und von hinten dann nach vorne zu arbeiten. Also ihr, die ihr hier alle seid. Ja gut, ihr habt alle Versorgung. Oder für die Optik mal eben die Bahn freischlagen. Dann nochmal genau sieht, wo man dann jetzt lang kann und wo nicht. Jetzt brauchen wir den einen Panzer auch noch genau dafür. Überbietet das noch irgendwer? Ich fürchte ja nicht. Wenn natürlich genau der Scheinangriff unterdrückt, war ja klar. Könntest du den schon treffen? Ich meine, dann, also du kommst irgendwie noch mit nach vorne. Du kannst hier schon noch Gegner treffen. Ja, du müsstest hier mal eben schnell in die Versorgung rein. Du gehst zumindest vorübergehend auf den Hügel und jetzt habe ich nicht gezählt. Aber dann kannst du zumindest noch vorrücken. Und dann hoffe ich, dass ihr die Bahn jetzt zusammenhalten könnt. Weil es ansonsten für einige Einheiten hier sehr unangenehm wird im weiteren Verlauf. Dann ist das auch abgesichert. Ihr kommt darauf. Ihr könnt ja bei der Bahn kurz parken. Ihr kommt eh nicht weiter. Dann seid ihr aber auch versorgt. So, und dann habt ihr hoffentlich den Kessel. Und dann geht es hier nach vorne. Können wir nicht irgendwo mal gegnerisch was abgreifen? Sieht nicht so aus. Und jetzt sag ruhig, dein Brückenbau ist blockiert. Nein, nein, mal hin. Das hat mich jetzt aber auch nicht groß gewundert.
Dann gehen wir darüber da rein. Da entlang irgendwie schwierig aussieht, weil wir haben ja auch einen, der könnte das ja demnächst übernehmen. Gut, dann stellen wir uns wahrscheinlich da hinten auf. Warten, dass wir über den Fluss können. Oder lohnt es sich noch, sich da nachzusetzen? Reifen lohnt sich nicht. Ah, steht inzwischen auch alles voll. Aber wenigstens einer müsste da, finde ich, schon direkt dran. Gut, 1-1 brauchen wir jetzt nicht. Kommst du schon mal mit? Versorgung ist natürlich gestört, ist ja klar. LKW dann, denke ich, hier ausbauen. Dann wären die alle drin, wenn das hoffentlich unten mit der Eisenbahn hält. Versorgung immerhin läuft noch. Dann müsst ihr euch mal hier überall weiter durchhauen. Ne, den können wir nicht versorgen. Also wir kriegen vielleicht das Feld noch. Ihr könnt die da auch nicht angreifen. Zumindest könnt ihr euch in den Ort darstellen. Falls was los. Okay, ich meine, so ein ganz bisschen Aufklärung haben wir. Wobei, den ganzen Gefangenen zuletzt hat man ja eigentlich schon gesehen, dass da überall eine Menge los ist. Doch in den Kommandoreichweite. Ich hatte gehofft, dass wenn man das noch erobert, aber es fällt. Das berühmte eine fällt. Ich meine, du könntest dann immer noch zumindest fahren und dir was holen und jetzt auch nicht so viel machen. Achso, das. Ja, ja, gut. Aber sie haben die Brücke zerstört. Mit voller Absicht. Ist eigentlich dahin, ehe die hier noch rüberlaufen. Verhau die da schon mal ein bisschen. So, wir haben einen neuen Opel Blitz gekriegt. Sehr schön. Und du kannst auch schon mal mit. Dann habt ihr da bald sogar einen Infanteristen in der Nähe. Ist denn die Versorgung? Okay, du wärst jetzt nicht drin. Das ist sofort schmerzbar. Aber die anderen wären für den Moment alle drin. Dann müssen wir den gar nicht ziehen. Und ein, zwei Infanteristen da sind auch nicht so das Thema. Das Wichtige ist jetzt eher, ob die es nochmal schaffen, an die Bahn ranzukommen oder nicht. Denn die Bomber wurden jetzt auch noch so gar nicht gebraucht. Wenn man. Ob wir den da kriegen? Immerhin schon mal ordentlich geschwächt. Ja, ich würde sagen, wir können die Runde beenden. Da drauf. Jetzt stellen sie einfach die Brücke zu. Da kannst du da rein, dann kann der noch woanders lang fahren. Okay.
Wenn wir uns das an ihr müsste. Hier so gut es geht draufhauen und natürlich gleichzeitig weiter rennen. Mal sicherheitshalber ein bisschen reingucken, dass jetzt hoffentlich nicht mehr zu viele Gegner sind, die Stress machen. Ein bisschen. Na gut, hau ruhig hier und da mit drauf. Und wenn da dann wirklich gar keiner mehr drin ist, dann können wir auch umso entspannter weiter marschieren. Das 1-1 brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Noch jemand was? Ja, hier 2-0. Naja, 2-0. Du kannst meinetwegen deinen neunten Kommandopunkt kriegen, das ist schon ganz nett. Leute, ihr müsst nicht ständig noch Schaden mitnehmen bei sowas, ja? So, da staut sich dann auch schon und hier kommen noch einer. So, das heißt, die sind soweit blockiert. Ja, eigentlich auch. Hat aber, ach komm, wir aus Sicherheitsgründen dahin, ist wahrscheinlich übertrieben. Aber dann werden die festgesetzt und alle, die da jetzt nicht direkt dran beteiligt sind, können dann endlich mal nach vorne rennen. Und dafür sorgen, dass die Eisenbahn hier jetzt endlich mal wieder aktiv ist und irgendwie Versorgung erhalten kann. Und ist noch da und dann kann er sich nicht einfach nochmal darauf stellen. So, ihr lauft wahrscheinlich dann dieser Truppe hinterher. Alle bitte mitkommen. Ja, das wären glaube ich alle. Ach, das wird noch richtig schön viele Klicks geben, die alle immer nur nach vorne zu schieben. Na gut, unsere Brücke ist blockiert. Herrlich. Weil es ein großer Fluss ist, kommt man nicht rüber. Oder wollte die Mission doch, dass man da rüber geht? Ich meine, da hätte man auch einen Eisenbahnanschluss gehabt. Wir haben irgendwie das Problem, wie man auf die andere Flussseite kommen soll. Also Zug 4 Vitebsk klingt immer heiterer. Weil die halt auch selber, also die Gegner so viel Zeug vorbeibringen. Man sich schon fragt, wie man da am besten vorbeikommen soll. Könnte es noch in den Ort? Wir haben da unten ihren eigenen Eisenbahnanschluss leider. Sonst räumen wir ein bisschen mehr mit denen auf. Das war das Problem, dass die Brücke da kaputt ist. So, ihr habt auch alle Versorgungsprobleme. Wieder out of range. Der Schlamm ist auch nicht gerade hilfreich. Und dass da alles mit Gegnern voll steht, auch nicht so richtig. Es könnte, glaube ich, ein guter Zeitpunkt sein, hier einen weiteren LKW da drauf zu packen. Aber wenn der Schlamm nicht verschwindet, wird das lustig. Ja, ihr könnt euch alle noch bewegen, aber halt wegen des Schlamms nicht so richtig. Ja, und du müsstest auch mal nach vorne. Gehen wir da. Ich meine, sonst ignorieren wir das da erstmal. Du fährst auf die Bahn. Dass da dann Versorgung durchkommt, der und ihr. Könnt ihr austeilen, aber nach Vitebsk kommen wir dann auch nicht mehr. Na gut, ich meine, die Goldwertung ist eh schon weg. Seit der letzten Mission, dann ist es auch nicht mehr so relevant. Typisches 1-0. Sehr hocheditäre Panzer.
Vielleicht kannst du da rein und da gleich ein paar von den geschwächten Gegnern mitnehmen. Das ist jetzt auch Elite, sehr schön. Nee, steht da hoffnungslos zu. Also da steht noch einer und du kannst doch nicht so viel machen. Ich meine, wir könnten den immer noch hier rumschicken. Wenn es da überhaupt nicht mehr läuft. Weil da ist dann auch ein Falt. Und da um die Brücke abzusichern und du fährst dahin. Ihr habt euch dann alle schon bewegt. Sabu etwas abzusichern, könnt ihr euch ja noch hier so etwas aufstellen. Na gut, du könntest hier die Flüsse überqueren, aber die ist nur für Infanterieeinheiten. Auch nicht so viel. Naja, gut, wir könnten mit den Bomber sonst noch auf den gehen. Unser Panzer umso besser auf den draufhauen. Der schon mal nicht mehr das Problem. Und dann kannst du dir gleich noch den Infanteristen holen. Nur den da noch nicht. Aber da können wir nächstes Mal mit der Artillerie drauf. Okay. Also ihr macht da weiter. Ihr wühlt euch hier rum. Das ist schon schief gegangen. Hätte man da wirklich von Anfang an hier rauf setzen müssen. Passiven Bombern und dann da entlang jagen. Ich habe langsam den Eindruck. Der ist nicht drin, aber die meisten sind drin und dann. Irgendwann, also du musst eigentlich schon auch näher ran. Noch ein Schweinangriff. Ach komm, behalt mal deine Lebenspunkte. Erstmal näher ran, dass du im Zweifel mehr Küste hast, wo du eine Brücke setzen kannst, damit wir da irgendwie mal rüberkommen. Der schon auf unserer Seite und die auch. Na gut, dann können wir die vielleicht auf unserer Seite kaputt schießen. Ah, dann kommen wir da womöglich doch noch rüber. Der eine hat sich mal wieder auf die Eisenbahn gestellt, was die KI halt sehr gerne macht. Und auch sieht daher Runde 7, das ist also. Jetzt sieht. Na gut, wenn da keiner drin wäre. Aber wahrscheinlich ist und wenn man nicht so viel Schlamm hätte. Langsam habe ich den Eindruck, die Mission ist ein bisschen darauf angelegt, dass hier oben irgendwer richtig schnell langrast, wie Tabs nimmt, und dann hier auch Smolensk und so erstmal ignoriert und einfach nur hier langrast und das da hinten abräumt und man dann umdreht und die Stadt einnehmen soll. Sowas in die Richtung. Aber gut, ihr macht die jetzt fertig. Gerne ohne weitere Probleme. Nur schlammbedingt wird das mal wieder alles nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Immerhin kriegt er noch eine Erfahrungsstufe. Ja, der ist nochmal aufgefahren, deswegen die leicht Probleme haben, aber ist nicht das Thema. Dann können wir jetzt alle endlich nach vorne. Gut, ihr könnt noch hier rum. Ja, habe ich den ganz vergessen zu bewegen. Hier auch mal in Richtung der Bahn. Du kommst da nicht ganz weit durch den Wald.
Und müsste demnächst dann klappen. Ihr kommt da entlang und stellt euch bitte alle auf eine Eisenbahn. Damit ihr versorgt werdet. So, das ist alles. Ihr könnt hier noch nächstes Mal wieder auf die Bahn rauf. Das passt. Dann also unsere mobilen Einheiten. Auf Basis von 1-1, das lohnt sich doch gar nicht. Ah, okay, hier ist noch einer, den gleich wegmachen kann. Findest du nämlich auf jeden Fall schon mal mit nach vorne. Genauso wie du auch. Das einnehmen. Wenn man hier die Straße hätte, könnt ihr das da reparieren. Glaube ich. Ne, es war eine Schätzung und das berühmte Feld fehlt. Ja, gut, sonst kann der nächstes Mal da rein und wir müssen heute da haben, weil das will ich schon erobern für die Versorgung. Aber da haben wir einen Moment Zeit. Du müsstest jetzt den da auf jeden Fall mal versorgen. Und ihr müsstet jetzt da rein. Also auf jeden Fall die Linie hier entlang weiterarbeiten. Natürlich wäre mehr Versorgung da auch nicht verkehrt. Dort alle exakt draußen. Da, ich meine, da bräuchten wir halt die Schiene und der verschanzt er sich doof. Wenn man es da oben rum halt hätte und ihr seid auch alle draußen. Was am Schlamm lag, der jetzt mal aufhören darf. Und oder da unten rum könnte man sich auch eine Bahn erobern. Aber da müssen wir uns ja auch erstmal langsam und Stück für Stück reinarbeiten. Ja, und ihr? Ist zumindest unsere Brücke frei. Da ist einer drin, oder? Ja, es ist nicht nur einer drin, es ist auch alles weiträumig gesichert. Das jetzt aber zumindest hier einfach schon mal übersetzen. Dann gehört uns das zumindest bis dahin. Wenn wir den nicht loswerden, dann bobt da mal drauf. Sind die beiden nämlich umzingelt und nicht mehr das größte Thema. Gesehen davon, dass die Versorgung. Wir könnten dann noch einen LKW bauen, dann haben wir etwas mehr Reichweite. So, dann ist der zumindest weg. Ist ein Anfang. Steht da immer noch eine so große Truppe rum, wo man jetzt einfach nicht so richtig vorbeikommt. Und das den auch gar nicht entschanzen. Artillerie wäre ja auch nur dekorativ. Gut, ganz den eingekesselt kriegen wir dann auch nicht mehr, weil der da nicht mehr ganz hinten rumkommt. Nicht so ist es. Okay, der Scheinangriff wird natürlich jetzt so alleine nichts bringen. Für die Optikversorgung ist aber auch nicht so relevant. Mit, dann hast du da halbwegs Reichweite. Kannst, ja gut, ich meine, du kannst einfach die Überversorgung zuschmeißen. Dann sind die da auch noch drin. Wir könnten ja
noch die andere LKW-Karte ziehen. Den nochmal ausbauen und also irgendwie an die Bahn an. Und du musst hier. Stellt vor, dass du die Brücke da mal repariert kriegst und ihr euch da irgendwie reinwühlt. Und zu sehen, dass diese ganze Infanterie da mal hinterherkommt. Haben die immer noch genügend für alles?